Aber die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spiel der zweiten Runde der Schlacht um Mittelerde 2 Liga 2022. Es gibt jetzt so viel Zweische. Wir haben heute ein mächtiges Spiel vor uns, und zwar da, Power Game Mutwa, Questhold 2. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Spiel, wo die Leute nicht nur rumstehen werden, einfach weil Power Kartoffel dabei ist. Deswegen bin ich mal gespannt. Ja, wie jeder steht gleich hinterher rum. Oh nein, sie stehen rum! Jedenfalls sind wir Isengard. Das ist Mutgard. Hahaha, Power Kartoffel mit Mordor. Ach ja, Isengard. Beacon spammen und dann einfach die Gegner outtanken. Urkrumstadt. Ich hoffe, das spielt ein Wash. Wenn nicht, hinter der. Der hier so ein Creep-Ding. Sonst ist das End. Ja, jedenfalls wird schon gescoutet. Hier gibt es einen Kriegsgesang. Hätte ich eigentlich auch nichts gegen einen Scout. Jawohl, er spielt eh ein Wash. Ist eh egal, was der Gegner macht. Also, hoffentlich ein Wash. Was hat denn hier eigentlich gemacht? Schlosshäuser gespammt und... Okay. Also wenn es gleich der Creep-Start wird, dann... Es wird ja gar nichts, es wird der andere Schmelzofen. Okay, Geld verschwendet. Was gibt's hier? Okay, die Offensive auch... Oh, nee. Nice! Ja, das ist die Action, die ich sehen will. Ich bewege mich, ich klicke gleich viel. Hahaha, kek. So, genug geklickt. Ne, ich weiß, hier Pfeiltastensteuerung wieder. Okay, was machst du? Was hast du vor? Ist das wieder so eine Offensivbewegung? Einfach eine Augruppe von unten oder macht ihr wieder? Also, es ist ein Coinflip. Ja, diesmal etwas defensiver. Also, das da ist ein großer Coinflip. Aha, was sehen wir denn da? Oh, wir können ja gleich bauen. Haradon-Palast, lol. Ja, was haben wir denn da gesehen? Ja, was haben wir denn da gesehen? Mamma mia. Ja, wird doch gleich hochbewegt. Oh, Bogenschützen. Die dauern natürlich ein bisschen. Die Frage ist... Mit dem Kriegsgesang und mit ein bisschen Fokus könnt ihr eigentlich schon die Kaserne rausnehmen. Das wäre jetzt, glaube ich, auch das Schlauere. Schlauer als hier den Harass abwehren zu wollen. Man würde lieber die Quelle des Angriffs wegbekommen als einen kleinen Angriff selbst. Gibt aber gleich die defensive Armbrust. Aber jetzt mit dem Bogenschützen ist das ein bisschen schwierig, da die Quelle des Angriffs wegzubekommen. Da wurde gerade was gebaut und zerstört und hier unten sind auch die Orkgruppe fertig als Webbt. Alter, habe ich ganz schnell geredet. Ja, ist der Caster mir. Oh ja, jetzt gibt es hier Bogenschützen. Schildwall? Kein Schildwall. Ja gut, dann werden die jetzt auseinandergeschossen. Ja, gut. Das ist eine Urkorde, die man nicht verlieren will. Gerade nicht zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Jetzt wird hier noch gecreept. Creepjack. Kennt ihr aber noch Creepjack? Das ist ein Warcraft-Format von... Ah, Fremdwerbung. Ja, gut. Mehr im Auge und dem Stufe 2 gewinnt. Das ist Schützen. Ach nö, Mondwag. Oh, sie leben. Sie leben. Es lebt. Er erzählt die Geschichte. Ja, jedenfalls wird es von hier unten auch noch bitter werden. Ja, du kannst keinen Urgrum-Start spielen, wenn du keinen Wasch spielst. Besorgst dich, wenn der Gegner Gehirn hat. Kartoffel zeigt uns hier gerade, dass er dieses Hirn besetzt. Was gibt's hier? Eine defensive Wahlgruppe, ja. Junge, du hast die Auslinge gar nicht gescoutet, ne? So schön noch aus der Vision raus, da deckt er sich. Counter. Und dann ist er einfach GG, weil der Counter wird schon gecountert. Nur indem man creepen wollte. Oh, schön. Wird hier Stufe 2 geupgradet, okay. Oh, gut.
werden hier frohe Schlachthäuser gebaut. Ich glaube, das wird eins dieser schnelleren Spiele. Es war halt hier oben die vorgeschobene Basis, war ein Coinflip, der funktioniert hat. Und jetzt wollte ich einfach über das Spiel kurz passieren lassen, deswegen habe ich nicht geredet. Ich brauche noch Thumbnail-Material, hör auf, die hat auch so viel zu machen. So, ich glaube, das ist Thumbnail-Material. Ich mache mal so. Falls ich unten mal so cutten will. Oh, jetzt haben wir verpasst, wie die Waaggrube da. Das ist wurden tatsächlich Waage gebaut. In die Ostlinge rein. Und sind alle gestorben. Ja, hier gibt's Belagerungswerk. Okay. Wird das in unter 10 Minuten fertig sein? Ich bezweifle es, weil da in der Baumeister die hier entkommen konnte. Wir sind jetzt bei 6 Minuten fast. Es könnte tatsächlich einen in unter 10 Minuten geben werden, wenn dieser Baumeister entdeckt wird und der hier getötet wird. Ne, er baut schnell so, okay. Baut der hier oben was? Ja, eine Ramme. Aber eine einzelne Ramme kann nichts ausrichten. Das ist bewiesen. Dermatologisch bestätigt. Warum dermatologisch? Ich weiß es doch nicht. Musst du hier gebaut? Schlachthaus. Okay. Mann, ich wollte nicht so viel rumklicken. Türmchen. Bauarbeiterchen. Aber ohne Klicken. Wir machen jetzt eine ohne Klicken Challenge. Erste Game ist fast vorbei. Ich mache jetzt eine ohne Klicken Challenge. Da ist ein Rambock, den wollte ich gerade schon anklicken. Was wird hier gebaut? Ein Schmelzofen. Gibt es einen Hotkey, um die Sicht zu wechseln? Ich muss klicken, meine Freunde. Ja, er sieht ihn. Hier sieht den Schmelzofen. Ich hab die nicht klicken schaltet verkackt, meine Freunde. Okay, Tastatur wurde nie gesagt. Ah, okay. Jedenfalls die Rammen marschieren. Ich weiß nicht, ob da noch eine Ramme gebaut wird. Ich darf ja nicht klicken. Oh wow. Du armer Mondwag. Festung ist fast halb down. Das ist ein Vision und okay. Er hat blöd gelaufen dafür. Power Griffel, dass er das nicht gemerkt hat. Ja, aber es wird kein Turn, weil die Einheitenproduktionsgebäude von Power Griffel stehen hier oben. Warum auch immer er das hier macht. Jetzt gucken. Wir können jetzt gucken, ohne auf die. Okay. Halb tot. Das wird halt nochmal die Festung rausnehmen. Pop. Oh. Das ist jetzt ein irreführendes Thumbnail-Material. Ich habe vor allem gerade im anderen Thumbnail-Material habe ich vergessen, den Screenshot zu machen. So. Jetzt, die Ramme in der zerstörten Festung. Das ist doch ein schönes Thumbnail-Material. Ja, Borgdorfer spammt schnell irgendwelche Gebäude hier auf die Karte. What the fuck, Mordwag lebt noch. Ja, kommt die zweite Welle. Die Menschen aus Harald. Die Menschen aus Harald. Was war da eigentlich Mordwags Baumeister? Der andere also. Tschüss, Hammer. Alter.
Alter, dieser Trollkäfig ist... Oh nein, ich habe geklickt. Oh nein, ich habe nochmal geklickt. Oh nein. Ja, jedenfalls Schussfestung. So. Wie mache ich das das nächste Mal? Also, ich will noch irgendwelche lustigen Kommentare mal. Ah. Die nächste Folge mache ich rein auf Deutsch. Also richtig dieses. Oh ja. Oh, ich habe lustige Ideen. Ich habe lustige Ideen. Schön, dass ich die jetzt alle hier in der Folge. Ah, ne, schon die Zeit haben. Ich wollte gerade. Ulda, tu it. Ah, free hit, okay. Lol. Hat sogar noch was. Diese Belagerungswerte, Karin! Ich schmelze offen. Na gut, Kartoffel hat natürlich schon reagiert. War vor allem noch pre-reagiert. Da muss ich darauf aufpassen, wenn ich gegen Montag spiele. Und er irgendein Rammvolk bekommt. Gut zu wissen. Okay, Mordor, Zwerge, Orks. Orks? Fast. Isengard. Ah, vier Hits. Man essen sie Kartoffel, das da aber nicht. Oh nein. Oh nein. Hinter dem Creep. Die Speerwerfer aus dem Gasthaus. Ach ja, übrigens, das unter 10 Minuten Match wurde wohl nix. Wir sind schon nämlich bei 11:20. Gut, das wird gesehen. Warum macht Mordwack das? Das ist keine gute Idee. Man will sich doch nicht zeigen. Lol. Wenn man Zeit rausholen will, will man doch keine Einheiten bauen. Besonders verschwendet das Ressourcen. Material. Okay, warte. So. Noch mehr Farm im Material. Das sieht cool aus. Hui. 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 Es tut mir leid. So. Neutrale Sicht mehr. Jetzt wird die Schlinge ein bisschen zugezogen. Unter 15? Oh, schon mit dem Nahkampf werfen. Auch nicht schlecht. Ja. Also, ich glaube. Ich glaube, das ist GG. In unter 14 Minuten, sage ich jetzt einfach mal. Ja, nehme ich jetzt 13:10. Vielleicht noch sogar unter 13:30. Oh, pieken. Pieken kautern. Und ja, 13:20 sogar. Stopp. Aha. Da wird halt Kartoffelchen gewonnen. Und morgen kommt ein Spiel. Okay, ich habe keine Bildschirmaufnahme. Morgen kommt. Ich schau mich Discord an. PC gerade nicht offen. Was kommt morgen? Shadow gegen Pilani. Oh, und danach BR. Alter, hä, warum bin ich jetzt bei Runde 16? Nein, wir haben doch, wir haben erst Runde 3. Shadow gegen Pilani, von Paul Schatten moderiert. Und danach kommt Paul gegen Gideraum. Das ist dann wieder von mir und da sehe ich euch dann auch wieder. Haha. In diesem Sinne, bis zum 9.4. Tschüss.